Porsche stellt in Los Angeles gleich zwei Weltneuheiten vor. Zum einen den Porsche Targa nach seinem Facelift, wobei der jetzt nicht ganz so spannend ist, denn an die Turbomotoren haben wir uns seit der IAA auch schon gewöhnt. Und der Targa sieht von außen jetzt auch nicht so spannend aus. Aber der hier, der ist spannend. Das ist der GT4 Clubsport. Und mit dem konzentriert sich Porsche auf das, was sie eigentlich am besten können. Richtig geile Rennwagen bauen. Wenn man hier mal reinguckt, dann sieht man zum einen erstens mich nicht mehr und zum anderen merkt man, dass hier eigentlich nichts mehr drin ist. Das hier ist tatsächlich ein richtiges Rennauto. Der Käfig ist dazugekommen, dafür ist aber auch eine Menge rausgeflogen. Das heißt, den Beifahrer, den gibt es schon mal gar nicht mehr, den Sitz dazu auch nicht. Elektrische Sitzverstellung, so ein Quatsch braucht man hier auch nicht. Navi, alles raus. Das ist tatsächlich ein richtiges Rennauto. Und das will man ja eigentlich. Schöner Carbon-Heck-Spoiler hier hinten drauf, aber viel interessanter ist, was hat der denn eigentlich an Leistung? Er hat genauso viel Leistung wie der GT4 eben auch, also 385 PS. Er hat einen 6-Zylinder-Boxermotor mit 3,8 Litern unter der Haube, ein Saugmotor, das ist ja der entscheidende Punkt. Und er hat ein exklusiv angepasstes 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Das heißt, dieses Getriebe ist wirklich auf dieses Auto exakt abgestimmt. Man bekommt also einen Rennwagen, mit dem man am Wochenende richtig Spaß haben kann. Das einzige Problem ist natürlich wie immer bei Porsche, es kostet irgendwie Geld. 111.000 Euro wollen die für dieses Auto haben. Das wäre günstig. Kleines Problem, die Steuern kommen noch oben drauf. Das heißt, so knapp über 130.000 Euro muss man dann rechnen. Aber ehrlicherweise ist selbst das günstig. Denn hier kriegt man einen richtig echten Rennwagen. Und Rennwagen sind sonst ein bisschen teurer.